Und drittes Kriterium, wie erfolgreich war er? Ja, References und so weiter. Also, sagen wir hier 5% von den Leuten, wo du hier auf deine Seite dann schickst, auf deine Landingpage, die du einkaufst, tragen sich dann, sagen wir mal, ein. Das heißt, aus denen entsteht dann ein Lead. Das ist dann sowas in der Richtung, wie wenn ich telefonische Kaltakquise mache, ich werde durchgestellt, ja, habe ich schon viele Videos drüber gemacht, kannst du ja auf YouTube zum Beispiel anschauen oder auch in der Akademie. Wirst durchgestellt und die Person, du triffst einen Entscheider oder einen Entscheider oder starken Influencer und du redest mit denen, der gibt dir ein paar Infos, du machst ein bisschen eine Qualifizierung mit dem, aktuelle Bedarfssituation, aktuellen Status quo etc. Und der sagt, naja, schicken Sie mir mal ein paar Infos über Ihre Firma. Dann hast du hier ungefähr den Status quo, ja, wenn du zum Beispiel mit A, B, C, D Leads arbeitest, hast du vielleicht so ein C Lead oder ein B Lead oder sowas in der Richtung. Ja, also das ist schon mal sozusagen ein etwas, also mal aus einer kalten Kontakt, ja, hast du ein warmes Lied gemacht. Ne? Also du bist jetzt hier schon mal so mal, viele sagen auch einfach, das hier ist schon mal warm. Ja? 5%. Und das ist auch schön und gut. Nur, und das mache ich jetzt mal zum Beispiel hier blau, 95%. Haben sich eben nicht eingetragen. Okay, und das ist eben, und die sind sozusagen, die gehen auf deine Seite, schauen sich das kurz an, tragen sich nicht ein und klicken auf die nächste Seite oder so, gehen wieder zurück auf Google und kommen nur mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit jemals wieder auf deine Seite. Und das ist ein springender Punkt und das machen viele nach wie vor immer noch verkehrt. Die machen nämlich eines nicht und das ist Retargeting. Ich schalte mal ganz kurz ein.